Herzlich willkommen bei Kreativ und Verspielt. Neben mir seht ihr den Benny und an meiner Seite seht ihr die Nike. Heute ist Samstag. Es ist viel zu spät. Wir haben eigentlich geplant, einen 9-to-5-Job zu machen, wenn es ums Videodrehen geht. Aber es ist schon leider um 12. Ja, wir haben es länger gebraucht. Ich habe noch meine Haare handtuchfeucht gemacht. Ja, wir haben uns jetzt überlegt, wir machen meinen Vlog. Filmen jeden Tag so ein bisschen mit. Ich habe mir schon mal die Haare unter Armkrämpfen gemacht. Für unser heutiges Video, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, dann verlinken wir euch das da oben. Ja, dann guckt es euch an. Das wird bestimmt ganz witzig. Ja, willst du noch irgendwas sagen? Nee, ich dachte, wir fangen jetzt an und machen dann eine Filmung. Ja, also durch. Ich schminke, Benni macht nichts. Ja, weil ich baue auf jetzt und habe genau. Meine Haare nur im Handtuch. Und bin jetzt schon ein bisschen aufgebaut. Wir können sie jetzt nicht zeigen, weil sie da jetzt ein bisschen wild aus. Ja. Okay, dann bis nachher. Bis dann, tschüss. Tschüss. Hallo. Willkommen zurück. Willkommen zurück. Ich sehe immer noch aus. Bisher haben wir es noch nicht geschafft, aber die Dicke sieht ein bisschen anders aus. Ich habe gerade einen Kaugummi. Ja, sie hat einen Kaugummi. Und hier seht ihr, warum sie einen Kaugummi hat. Wir haben nämlich jetzt ein perfektes Thumbnail gemacht. Wir öffnen von oben. Hier halt mal drauf. Drehst einfach rum oder so drauf. Mach du das? So, jetzt sieht man es, ja. Hier, wir haben ein bisschen gebraucht, bis man das richtig schöne Thumbnail sieht. Weil man sieht, hier, die Blase war zu klein. Ja, ja, ich habe mich schon beschwert, dass es alles zu, dass die Konsistenz anders ist und dass die Inhaltsstoffe anders sind. Ich krieg's nicht angezoomt hier. Das war auch eine wunderschöne, die ist natürlich geplatzt. Und boah. Die war dann super. Ja, aber das war die. Eine von den späteren. Ja. So. Ja, wir haben letztendlich eine gute gekriegt. Hier war noch eine gute, die ist aber gerade in dem Moment, wo das Foto kam, ist die geplatzt. Naja, was soll's. Hört egal, jetzt Milo. Haben wir unser Thumbnail. Ja. Milo kämpft und jetzt geht's weiter. Genau. Jetzt gehen wir an Benni seine Haare ran. Ja, jetzt gehen wir an die Haare dran. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, das machen wir wie immer hier oben hin. Ja. Ihr müsst dann nur auf das i klicken da, weil das vorhin schon aufgegangen ist. Ja. Oh, Entschuldigung, ich habe einen Kaugummi drin. Ja, der ist aber wichtig fürs Video. Wie so eine richtige Friseuse. Ich habe noch nie einen Kaugummi, glaube ich. In den Filmen werden die immer so überspitzt dargestellt. Manta, bei Manta Manta in den 90er Jahren. Jetzt geht's los. Okay, bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Okay, bis dann. Hallo, ich habe gerade gegähnt, denn es war sehr anstrengend. Ja. Für ihn besonders. Ja. Ja, meine Haare sind kurz. Leider habe ich die berühmte Drehung im Friseurvideo nicht gemacht. Vorher so und so, beziehungsweise am Ende habe ich es, glaube ich, gemacht. Aber ich habe es nicht mit langen Haaren gemacht. Das ärgert mich ein bisschen, das hätte ich gerne so eingefügt. Aber naja, nächstes Mal kriegen wir es wieder hin. Ich sehe viel älter aus mit dem Make-up. Also ich habe eine Lust drauf. Ich zeige euch mal jetzt, was ich alles abgeschnitten habe. Achso, und wenn ihr das Video sehen wollt, ihr wisst ja, oben. Ja. Wir machen jetzt ganz ich mache mir nachher die Haare auch nochmal schön, damit man sieht, dass es eigentlich gut geworden ist. Ist irgendwie doof, was ich gerade mache, gell? Du kannst auch da drauf drücken, dann drehst du die Kamera, glaube ich, ja. Nee, da ich habe einen Screenshot gemacht. Bei mir kann man so drehen, aber bei dir scheinbar nicht. Nee, gehen schon wieder. Okay, ich habe jetzt die Kamera gewechselt. Zeigen. Ja, wir haben. Benni ist so klein, deswegen haben wir ihm drei Kissen unter den Hintern gesteckt. So, hier haben wir Benni seine Wolle. Ich habe sie einwandfrei, habe ich sie hier. Sieht voll eklig aus, sieht aus wie Schamhaar. Schamhaar, genau. Habe ich ihn wunderbar frisiert. Ihr kennt das ja. Hier hinten steht es noch Grand Surfer Look Matte. Oh Gott, das musst du rausfilmen. Hier ist voll staubig. Ich wisch gleich mal Staub. Warum eigentlich Grand? Da steht doch Strandmatte. Ach, da steht Strand. Habe ich doch vorhin schon gesagt. Da steht Strand. Grand. Da steht wirklich Strandmatte. Ich habe gedacht, da steht Grand. Grand, wie Grand. Da steht Strandmatte, deshalb auch Surferlooks. Für Surferlooks. Mist. Das riecht gut. Okay, dann. Bis dann. Bis dann. So. Hallo. Ihr habt jetzt eben blöderweise gesehen, dass das hier so staubig ist. Da standen normalerweise die ganzen Funko-Pop-Dinger. Aber ich habe jetzt hier meinen Swiffer. Ich habe mal die nachgemachte Form von der DM probiert, aber die ist echt blöde. Also wenn ihr sowas wollt, kauft am besten das Original. Und dann gehe ich jetzt hier drüber. Und dann sieht das wunderbar aus. Und der Staubmagnet
hat alles weggenommen. Guckt, nur ein bisschen Katzenhaar. Aber die sind ja hier leider überall. Wegen dem Milo. So, ich werde jetzt hier noch ein bisschen weiter staubieren. Vielleicht auch mal hier unten die Mangas. Ich glaube, die sind auch ein bisschen voll gestaubt. So, schnell mal rüber. Kamm. So, sie ist nicht wunderbar. Hashtag nicht gesponsert. So. Seht ihr, wie das hier aussieht? So. So sieht das dann aus. Ich könnte voll die Produkttesterin werden. So. Ja, jetzt mache ich hier weiter. Benny zieht gerade drüben das erste Video rüber. Und dann machen wir nämlich direkt weiter. Bis dünn. Ich habe jetzt mal meine Funkos wieder aufgestellt. Ich habe es diesmal ein bisschen anders sortiert. Je nach mögen und nicht mögen. Also Walking Dead gucke ich im Moment nicht so. Deswegen steht der hier hinten. Und dann gehe ich dann mal hier so drüber. Und mache die alle mal hier so ein bisschen sauber. Dann gehe ich auch direkt mal lang. Ja, genau. Das Blöde ist, dass ich, dass Benny mir mal erzählt hat, dass das Zeug in den Kartons viel mehr wert ist. Wenn man das dann irgendwann mal, wenn es wert sein soll, dann ist es in den Kartons viel mehr wert. Deswegen steht das hier in den Kartons und hier sieht es ein bisschen aus wie im Spielzeugladen. Das ist übrigens ein IKEA-Regal. Da sind so eine Bilderleiste, seht ihr hier? Aber da passen die genau drauf. Da ist nicht mehr viel Platz und dann passen die da genau drauf. Also wenn ihr sowas braucht, das ist eine Bilderleiste von IKEA. Und hier unten habe ich die, die waren von Amazon, irgendwie so Dreierregale, da passen auch genau Mangas rein. Und hier ist noch ein Überbleibsel vom Weihnachtsbaum. Ich muss es. Wo ist es hier? Überbleibsel vom Weihnachtsbaum. So, genau. Und die geht jetzt auch noch mal drüber. Und dann hoffe ich mal, dass das Video nicht zu lang wird. Hallo. Hallo. Ich habe jetzt versucht, mein Haar noch ein bisschen zu machen, aber irgendwie sind die heute extrem widerspenstig. Ja, hier drüben, ich glaube, vom Schlafen noch oder so, weil ich sie nur ein bisschen mit nass gemacht habe und Handtuch trocken zum Schneiden. Also ich wollte mich nur ein bisschen schick machen für einen Gaming-Talk, denn es geht weiter. Bei mir ist es heute das Pony. Ich habe es gestern extra geschnitten, aber jetzt sieht es trotzdem aus, als ob ich nicht geschnitten habe. Ach so, ich bleibe auch so geschminkt. Ja, Samstags haben wir nämlich Zeit, da können wir gleich ein bisschen mehr machen. Gell? Ja, genau. Deswegen habe ich mich auch überlegt, wir machen nur Samstag und Sonntag Vlog, weil ansonsten wird das mit nächste Woche zu lang. Ja, das stimmt. Gut, Samstag, Sonntag Vlog reicht. Und dann immer mal, dann kann man auch ein schnelles, denke ich. Und ja. Ja. Und genau. Ja, jetzt machen wir, welches Thema haben wir? Messen. Spielemessen. Spielemessen. Spielfilmer jetzt. Das waren noch schöne Zeiten, als wir noch auf verschiedene Messen gegangen sind. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, dann könnt ihr natürlich da drüben gucken. Ihr wisst es ja. Es ist immer alles da oben verlinkt. Und ansonsten will ich euch noch zeigen, wie meine Palme wackelt. Ich überlege sogar schon, ob ich damit mit Milo rausgehe, dann aber. Mit der Palme, aber da gucken sie mich alles komisch an. Mit einer Katze, grüne Haare und dann sehe ich so aus. Ja, kannst du die Palme wegmachen und trotzdem schon. Ja, aber wie? Stark. Aber wenn dann schon die Palme, ey, die hat es am längsten gedauert. Ja, glaube ich. Zeig die Palme halt. Ja, ich muss mir noch Mut anfangen. Für schönes Wetter, ich will auch raus, glaube ich. Oh, wenn du mit mir zusammen gehst, dann lasse ich es so. Dann natürlich am besten. Ja. Okay, gut. Sollen wir euch mal ganz kurz zeigen, wie das hier aussieht oder eher nicht? Nein. Okay. Erzähl kurz hier. Okay. Ich hier es schön gebunden habe. Dreh es einfach. Das ist Studio. Also, hier habe ich das Mikrofon jetzt mal vorne hingemacht. Ich versuche es mal zu machen, weil wir haben ja jetzt auf der anderen Seite. Ja, ich vor der nee, ich habe das doch nicht stark gemacht. Ja, ich weiß, aber du kannst doch gucken. Siehst du, was du filmst. Hier ist Mikro, da ist Niggi im Kaffee. Ich will keinen Kaffee, weil letztes Mal hat mein Bauch so gekrummelt. Soll ich mich einfach hier hinsetzen, dann kannst du es erklären. Ja. Jetzt macht mein Bauch so, aber jetzt sieht man nur das Licht. Jetzt macht mein Bauch so. Hey, ich kann das so rum nicht. Ich bin ja, da völlig dumm. Ich habe mich extra so hingestellt, damit man mich sieht. Warte mal. Ich habe jetzt richtig rumgemacht, weil ich voll der komische Mensch bin und das nicht kann. Ich habe mich extra in die Hose geworfen, aber Nick hat das Bild immer weiter weggemacht. Ja, es tut mir leid, ich bin irgendwie unfähig, wenn es um sowas geht. Ist egal, wir müssen jetzt loslegen. Genau, also jetzt Benny hat hier über das hier geredet, das ist unser Ton. Genau, ich habe das jetzt weiter vor, sonst hatte ich es hier so hinten stehen zum Test, aber ich habe das Gefühl, wenn ich die Tondateien, weil ich muss die in so einem Tonprogramm anpassen und ich habe das Problem, dass es besser ist, oder ich habe die Vermutung, es ist besser, wenn ich es so nah wie möglich dran habe. Weil irgendwie, wenn es weiter weg ist, dann werden die lauten Geräusche lauter aufgenommen und die leisen sehr leise. Und wenn ich die dann verstärke, dann habe ich so voll die Ausschläge bei den Lauten. Und ich hoffe, wenn das so nah dran ist,
dass es alles ungefähr gleich ist. Wenn wir nicht gerade rumschreien, dürfen wir nicht lachen auch. Ich habe auch kein Kaugummi in meinem Mund. Die Kaugummiblasen, die waren jetzt bei der letzten Tondatei extrem laut. So. Und unser Gerede war ganz leise. Und wie ich es lauter gemacht habe, ja, das mit dem Ton muss ich nochmal ein bisschen lernen, wie man den perfekt anpasst. Ja. Das geht. Ja, hier haben wir Benni sein Handy. Benni sein Handy lädt gerade auf. Und dann haben wir hier natürlich meinen Kaffee. Das ist mein Streaming-Station hier. Ja, da ist ein Mikro drauf und ja. Tempos. Und meine Tempos, ja. Traurig ist. Wenn ich weinen muss. Bisher ist es noch nicht so weit gewesen. Ja. Und hier unten läuft Milo rum, weil der geht, ist nämlich heute schon voll Sackgang. Gell? Milli? Okay, ja. Dann geht's los. Wir sind jetzt hier, wir haben jetzt hier unseren ersten Gaming-Talk beendet. Er ist ein bisschen länger geworden, aber wenn ihr was Cooles braucht zum Gucken, dann machen wir jetzt natürlich euch wieder oben ins Infoböckchen. Ich gehe jetzt mal hier zu Benni und gucken, was er hier abdreht, abmacht. Ach, hier. Ich hab nicht aufgeräumt. Nein, ich mache ja nicht alles da. Hier lade ich gerade die Videos für Frau Schnorrer hoch. Und hier macht gerade der Benni voll seinen Hoch. Sein Rüberzieh-Ding. Macht jetzt hier den wunderbaren Tonmann wieder. Das ist ein bisschen blöd an dem Ding, den Ton hier reinzukriegen, weil die Klappe hier unten dran ist und da dieser Bügel. Ich kann es jetzt nicht, ich habe es jetzt hier so schön festgemacht. Hier dieser Bügel und da ist die Klappe für die Speicherkarte. Hm. Und das Doofe ist, wenn ich nämlich einfach hier oben den USB-Anschluss nehme und mache da mit dem Kabel die Sachen rüber, dann dauert es irgendwie ewig. Das ist irgendwie total langsam. Und wenn ich aber die Speicherkarte rausmache, mache die einen Kartenleser, dann geht's schnell. Hm. Ich sag Bescheid. Milli? Mann? Ich kann nochmal die Nase putzen. Millimann? Millimann will eigentlich schon raus, aber Millimann muss jetzt warten, bis wir fertig sind. Und bis wir was gegessen haben dann. Hier ist schon das nächste Handy. So, und dann geht's nämlich hier gleich weiter. Guten Tag, wir sind durch. Hier ist der Beni. So, wir haben es geschafft. Hier, das blinkt. Da sieht es vielleicht gar nicht. Doch, da sieht man es. Hier sieht man es blinken. Das heißt, Akku ist nicht mehr so stark. Das ist gut. Wir sind nämlich fertig jetzt. Ja. Wie spät ist es eigentlich? Sagen wir mal die Uhrzeit. Es ist jetzt 4:50. Und wir haben noch nichts gegessen heute, außer ein Stückchen Wurst. Ja, ein Stückchen Wurst. Ich habe, glaube ich, gesnackt. Ja, ich habe noch, Süßes hab ich noch, ich hab noch das ganze Fett hier hinten am Zahn. Und ich habe einen Kaffee getrunken. Ja, wir essen jetzt was. Genau. Und ja, das ist ein Struggle, Daily Struggle am ganz normalen Samstag. Ja, hey, genau. Mich zu peitschen. Ich hab, meine Haare tun schon voll weh. Ja, Benni will heute noch ein bisschen schneiden dann. Ja, ich muss noch eins schneiden. Ja, dann zwei. Der Milli will nämlich noch raus und ich würde am liebsten heute noch bügeln und eigentlich das Bett beziehen neu. Ich würde auch gerne noch rausgehen. Stimmt, wir wollten ja zusammen gehen, gell? Weil ich wollte ja so raus. Ich will halt auch anfangen. Okay. Okay. Seid gespannt. Ja. Ich habe mir überlegt, ich mache es doch raus, weil mir haben jetzt die Haare wehgetan, weil die ganze Zeit hier oben waren. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Wenn die Haare die ganze Zeit in eine Richtung liegen und dann legt man die zurück, dass die irgendwie wehtun. Weiß nicht, kennst du das? Ja, das hatte ich auch mal, wenn ich ein Headset die ganze Zeit auf hatte oben und dann hatte ich so eine Welle. Hat irgendwie so weh getan. Da hat's aber jetzt siehst du aus wie der Joker. Ja, und ich schmink mich jetzt doch ab. Ich will ja die ganzen Außenwelt nicht mein komisches Gesicht zeigen. Jetzt richte ich aus. Mit einem 80s Volumen. Ja, also daran könnte ich mich gewöhnen mit dem Volumen, aber an den Rest irgendwie nicht. Von dem Make-up her. Naja, okay, ich schmink mich jetzt ab und wir essen gleich was endlich. Jo. So, ich schmink mich jetzt gleich ab, aber so sieht's hier aus, wenn ich völlig eskaliere. Ja, ich muss jetzt auch heute nochmal meine ganzen Pinsel sauber machen. Hier. Meine Pinsel, die muss ich sauber machen. Auch mit richtigem Pinselzeug, mit so einer Pinselseife. Benni putzt sich gerade die Nase, wenn ihr das gerade gehört habt. Und dann muss ich alles noch wegräumen. Und jetzt zeige ich euch gleich mal. Mal gucken, wie ich das mache hier. Ach so, hier ist mein Putzzeug. Falls ich mal putzen muss. Hier, das ist voll geil. Das ist von... Das ist der Stabilo-Adventskalender und da habe ich immer einfach so alles voll cool reinsortiert. Die ganzen Paletten und sowas und das, was ich eben halt immer alltäglich brauche, den hier muss ich zum Beispiel jetzt auch mal sauber machen. Vielleicht mache ich das heute auch noch. Ja, genau. Und jetzt schminke ich mich weiter ab und abschminken tue ich mich mit Abschminkpads, mit wiederverwendbaren Abschminkpads. Willst du raus? Raus?
Ich gehe jetzt mit Milch raus. Benni beginnt das Video zu bearbeiten. Das Friseusen-Video. Wir haben es gerade gegessen. Ja. Und Mister geht jetzt mit mir raus. Raus, Milli. Raus. Sonst Normal redet er. Sagt er es immer. Ja, normalerweise. Immer wenn ich sage raus, macht er eigentlich und guckt ganz verdattert. Raus. 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 Ich glaube, er guckt auf dich. Raus. Raus, Milli? Nee, ich will nicht. Willst du raus? Willst du raus? Willst du jetzt raus? Jetzt eben hat er die ganze Zeit rumgeschrien und jetzt schreit er natürlich nicht mehr. Wir gehen jetzt hier raus und gucken mal, es ist schon zappenduster, ich hab Angst. Milli? Ja. Ich glaube, er hasst die Kamera. Hier ist der Milli. Ich sehe den Milli nicht, aber guck mal. Oh nein, der Mond sieht auch voll hässlich aus. Aber es ist voll der Vollmond, so ein gelber Vollmond. Voll schön. Milli? Okay, Milli steht hier einfach nur. Gucken wir kurz den Mond an. Wunderschön. So, wir haben jetzt die Videos aufgenommen, habt ihr ja gesehen. Und ich habe jetzt das erste geschnitten, das Friseur-Video. Ja, habe jetzt, ich gebraucht, 1,5 Stunden oder so. Stunde war es, ich muss ja das Videomaterial angucken, bis ich ja, das rausschneide. Ja. Ende habe ich jetzt noch 23 Minuten übrig. Und hier ist so ein kleiner Teaser vom Ende. Also schaut es euch lieber an. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, schaut es euch lieber an und guckt bis zum Ende vor allem. Ja, wenn da mal ein kurzes Outtake noch dran geht. Das ist ziemlich gut. Ja. Also guckt es euch an und ich würde sagen. Sehr gut, wir gehen jetzt Bettwäsche wechseln. Hast du das schon drauf? Sehr gut. Ja, ich habe euch beide. Aber du musst. Ich muss das nicht mehr umstellen. So geht's, glaube ich. Auch nochmal. Jetzt besser. Seht ihr? Fast dieselben. Ja. Okay, also Renderung jetzt. Renderung. 4 Stunden lang. Hohenstolz sind zu lange. Na, wahrscheinlich 2 Stunden, denke ich mal. Hm. Gut. Los, drück. Drück Renderung. Ach so, dann mache ich aus. Immer 5-mal speichern vorher, das ist immer wichtig. Ja, das ist wichtig. So, und jetzt. So, das war jetzt, wie wir das Bett gemacht haben, im Teamwork. Ja, ohne ihn. Ja, und Michi, guck mal hier. Du warst. Du. Du. Du warst. Mich. Du. Eigentlich bräuchte man noch ein drittes Bett, gell? So wie er jetzt guckt. Ja. Ich will sein Bett auch bezogen haben. Ja, genau. Das hier kommt ja auch noch. Das ist ein zweites Kopfkissen und hinten die Ecke muss ich gleich noch ein bisschen aufräumen hier. Och, niemand hat sich heute genagelt. Stimmt. Machen wir morgen, zeigen wir euch morgen. Wir haben noch einen Tag wieder vor uns. Wir haben extra hier Roller drunter gemacht, damit sie draußen nicht denken, wir drehen Porno. Hätten wir offen gelassen, hätten sie gedacht, dass wir kein Porno drehen. Jetzt denken sie, wir drehen Porno. Jetzt denken sie, wir drehen ein, weil ich das Licht aufgebaut habe hier und wir einen Roller drunter gemacht haben. Ja, das Bett mal bezogen. So, genau. Okay, das war's. Genau, morgen wird gewaschen. Pinsel waschen habe ich keine Lust mehr, aber ich wasche mich heute nochmal. Ich wasche mir den Pinsel. Man darf nämlich nicht
mit nee, ungewaschen in ein frisch bezogenes Bett gehen. Lifehack. Ja, Lifehack. Mach das nicht. So, Samstagabend, es ist 9 Uhr, glaube ich, gell, schon. Und ja. Jetzt ist Zeit, getane Arbeit. Eigentlich wollte ich mal 5 schon fertig sein, mit ganzen Zeug, aber naja, wir haben ein bisschen länger geschlafen. Es war nicht 9 to 5, es ja. war jetzt 12 to... 11 to 9. Stimmt, 11 to 9. Oder 12, gut, 12, ein bisschen angefangen, ja. war es 12, ja. Nee, da war es sogar noch später. Ich habe ja erst meine Frisur gemacht. Ja, stimmt, da war es sogar bald 1. Naja, was soll's. Dafür war es ein angenehmer Tag. Wir haben 3 Videos gefilmt. Eins habe ich schon geschnitten, einen relativ langen. Also es sind sogar 4 jetzt ja, geworden, stimmt, gell? Ja, es sind sogar 4, weil das eine teilt mir auf in 2. Ja, und jetzt haben wir sogar noch die Hälfte von unserem, von dem nächsten Video praktisch. Ja, es ist sogar fast das nächste Video fertig. Also in diesem Sinne, das Triple-Hop-Lager, das ich einst bei einem Vlog geholt habe, gönne ich mir jetzt abends. Prost. Prost. Ja, ein schöner Abschluss zum Samstag.